König, in dem Namen des Herrn. David sagt es ja, unfassbar, du redest mir von den zukünftigen Dingen, ich bin getröstet. Und die dann bereit waren, diesen Trost auch in ihrem Herzen aufzunehmen, erkannten es, dass die zukünftig geredeten Dinge sich erfüllten in Jesus Christus, ein König, in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Bei all diesem Triumph und dem Jubel schmerzt es uns auch im Herzen, dass nur ein kleiner Teil Israels das mitkriegen konnte. Welch ein Jubel, welch eine Freude für die, die das entdeckt haben. Darum sollte ja auch ein Mitleid aufkommen in denen, die es entdeckt haben, für die, die es noch nicht entdeckt haben, auch unter den Heiden in der Gemeinde. Der große Teil, also des Volkes Israel, dem großen Teil blieb also Gottes Hand, Gottes Führung verborgen. Das Herz war durch Gottes Hand verstockt. Wir dürfen das also nicht vergessen und nicht übersehen, nicht sagen, das Herz war verstockt. Durch Gottes Hand verstockt. Gott hat das selber so gemacht, ja. Und wir wünschten doch diesem Volk, dass es nicht verstockt worden wäre durch Gottes Hand. Der Herr Jesus hat geweint. Und es würde nicht schaden, wenn wir das auch täten. Er hat geweint darüber, dass es verstockt werden musste und verstockt ist. Ach, wenn du doch erkennen würdest, was zu dieser deiner Zeit, zu deinem Frieden dient. Es gibt ja am Ölberg extra eine Kapelle, man nennt sie Tränenkapelle. Man glaubt, das ist der Ort da, wo Jesus Jerusalem sah und weinte. Er wünschte, er hätte gewünscht, sie wären nicht verstockt. Gott hätte das nicht so machen müssen, sondern sie hätten gleich erkannt, was zu ihrem Besten dient. Aber dann wäre das Evangelium nicht unter die Heiden gelangt. Aber es ist dennoch traurig, nicht? Israel, was es alles erlebt hat, voller Verheißungen, nicht nur für jetzt, sondern für die Zukunft. Und nun kommt die Erfüllung. Du Sohn Davids, Hosianna. Aber ihr Herz war verschlossen für die Erfüllung dieser göttlichen Verheißungen zum ewigen Leben. Der Apostel Paulus schrieb das auch im 2. Korintherbrief und sagte und bezeugte ja, bis auf den heutigen Tag, und er zitierte ja dabei die Schrift, ist das so. Bis auf den heutigen Tag ist diese Hand Gottes schwer auf denen, die blind sind. Er hat sie noch nicht sehend werden lassen, 2. Korinther 3. Er spricht von der Herrlichkeit für diejenigen, die sehend geworden sind, die nicht mehr am Buchstaben kleben müssen. Viele wollen ja bis zum heutigen Tag gerne am Buchstaben kleben. Aber hier steht, der Buchstabe tötet. Der Buchstabe, das Gesetz macht kaputt. Aber der Heilige Geist macht lebendig. Und das ist die Herrlichkeit, die dann entsteht, wenn man sehend wird. Da braucht man sich nicht mehr am Buchstaben zu orientieren. Ich bin ja so dankbar, dass Gott sich nicht von irgendwelchen äußeren Dingen abhängig macht, dass er sogar Analphabeten zu sich zieht, die überhaupt gar keinen Buchstaben lesen können. Und die dürfen auch kommen. Dass er sich gar nicht abhängig macht von Druckerschwärze, sondern durch seinen Geist die Menschen zu sich zieht, die erkennen, dass da ein lebendiger Gott ist, vor dem sie niederfallen dürfen und der sie beschenken will. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und da spricht der Apostel Paulus von dem Amt, von dem einen Amt des Geistes, von dem anderen Amt des Buchstabens, welche Klarheit das hat. Und er erklärt in diesem Kapitel zunächst, dass ja auch
das Gesetz eine Klarheit hatte, denn Mose ging in die Gegenwart Gottes und kam mit einem glänzenden Gesicht hervor, so dass er sich eine Decke überhängen musste, weil das übrige Volk diesen Glanz nicht ertragen konnte. Und er sagt, wenn das schon einen Glanz hatte, wie viel mehr Glanz hat die Herrlichkeit des Herrn Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes im neuen Bund? Das steht ja auch dem Volke Israel zu. Vers 12, dieweil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Freudigkeit. Ach, wie oft vermisst man die unter den Christen. Die sollte doch da sein. Er sagt, weil das so ist, sind wir voll großer Freudigkeit, nicht nur voll Freudigkeit. Also er findet fast keine Worte, um diese Freudigkeit, die damit verbunden ist, auszudrücken. Die sollte doch vielmehr bei den Gläubigen zu sehen sein. Diese unaussprechliche große Freudigkeit, ja. Und wir tun nicht mehr wie Mose, der die Decke vor sein Antlitz hing, dass die Kinder Israel nicht ansehen konnten, das Ende, des das aufhört. Denn wer sich nach dem Buchstaben richtet, der kommt immer an die Grenzen und ans Ende. Das hört auf. Und alles, was aufhört, macht traurig. Alles, was aufhört, macht traurig. Kinder, die spielen, müssen plötzlich aufhören und sind ins Bett. Da gibt es erst mal Weinen, bevor man das akzeptiert. Oder man ist auf dem Spielplatz und dann heißt es, jetzt geht's nach Hause. Der Weg nach Hause muss angetreten werden. Nein, ist sehr traurig. Oder eine Nachspeise, ja, die wir so genießen, die so gut schmeckt. Plötzlich nichts mehr im Glas. Gibt's denn nicht noch eine? Ist ja schlimm. Nur eine macht traurig. Alles, was zu Ende geht, macht traurig. Mose deckte eine Decke darüber, damit niemand mitkriegt, dass das zu Ende geht. So steht sie geschrieben. Sondern ihre Sinne sind verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament. Ich betone hier, und das bitte ich zu bemerken, über dem Alten Testament, über dem Neuen ja erst recht. Aber was will denn das heißen? Das heißt, sie lesen das Alte Testament und verstehen daraus nicht den Hinweis auf den gekommenen Christus. Ich hatte das jetzt kürzlich erklärt mit diesen Tora-Schülern, die ich befragte über Jesaja 53. Weist eindeutig auf den kommenden Messias hin, den leidenden Knecht. Aber die Decke hängt darüber. Und sie verstehen nicht, was sie im Alten Testament darüber lesen können. Denn wenn sie es verstünden, würden sie sagen, da ist er ja. Da ist er ja. Also muss das verschleiert bleiben, dass sie nicht das sagen, da ist er ja. Denn die Pharisäer sagten ja zu denen, die gesagt haben, Hosianna dem Sohn David, gebiete ihn doch Einhalt, lass ihn nicht sowas reden. Sie hatten den Schleier darüber. Wenn sie das Alte Testament lesen, welche in Christo, ja diese Decke in Christus dann aufhört. Aber bis auf den heutigen Tag, spricht hier Paulus, wenn Mose gelesen wird, hängt währenddessen die Decke vor ihrem Herzen. Also wir müssen das beachten, wenn Mose gelesen wird, ja. Sie lesen im Alten Testament, sie haben Verheißung, können sie aber nicht verfolgen und können sie nicht beobachten in der Erfüllung in der Gegenwart. Die Verheißung sind da, aber die Erfüllung können sie nicht abgleichen. Wenn es aber sich bekehrte zu dem Herrn, so würde die Decke abgetan. Mit anderen Worten, erst dann, wenn es sich bekehrt, das Volk, oder wir können hinzusetzen, im Blick auf die Schrift, wenn es sich bekehren kann. An dem Tag wird die Decke weggenommen. Und dann werden sie nicht nur das Alte Testament richtig verstehen, sondern auch die Erfüllungsberichte im Neuen Testament. Also bis zum heutigen Tag. Sie leben also gemäß dieser Gerichtsverheißung aus Jesaja 29, 10 bis 12, da steht Jesaja 29,
Denn der Herr hat euch einen Geist des harten Schlafs eingeschenkt und eure Augen zugetan, eure Propheten und Fürsten samt den Sehern hat er verhüllt, dass euch aller Propheten Gesichte sein werden wie die Worte eines versiegelten Buches, welches man gäbe einem, der lesen kann, und der spräche, und man spräche zu ihm, lies doch das, und er spräche, ich kann nicht lesen, denn es ist versiegelt. Oder gleich, als wenn man es gäbe dem, der nicht lesen kann, und spräche, lies doch das, und der spräche, ich kann nicht lesen. Das hat Gott so versiegelt, dass sie lesen und doch nicht verstehen. Von Gottes Hand. Ihr Geist schläft also, die Augen sind nicht sehend, die Ohren können die gegenwärtige Wahrheit nicht vernehmen. Psalm 69, Vers 23 spricht in diesem selben Sinn: Ihr Tisch werde vor ihnen zum Strick, zur Vergeltung und zu einer Falle. Ihre Augen müssen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihre Lenden lass werden und immer wanken. Immer wanken. Warum das alles? Damit die Nationen gesegnet werden. Der Apostel gibt also der Gemeinde zu verstehen, dass diese Unempfänglichkeit Israels für das Kommen des Messias kein Zustand ist, der ihren Untergang ankündigen sollte, sondern dadurch ein Freiraum entsteht, den Heiden zunächst das Wort vom Kreuz sagen zu können. Denn aus ihrem Fall, aus ihrer Verdeckung heraus, dass sie nicht den Messias erkennen konnten, ist den Heiden das Heil widerfahren. Aus ihrem Fall, den Heiden das Heil widerfahren. Auf diese Weise sollte sich die Verheißung zum Segen für die Völker, diese Verheißung aus Jesaja 42, erfüllen. Ich lese mal diese Verse. Es ist ja alles schon gesagt in der Heiligen Schrift. Es gibt ja da gar nichts Neues. Steht ja alles geschrieben. Ich lese mal ab Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn, und mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrhaftig halten lehren. Er wird nicht matt werden noch verzagen, bis dass er auf Erden das Recht anrichte, und die Inseln werden auf sein Gesetz warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk, so darauf es den Odem gibt, und den Geist denen, die darauf gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und habe dich bei deiner Hand gefasst und habe dich behütet und habe dich zum Bund unter das Volk gegeben, zum Licht der Heiden, dass du sollst öffnen die Augen der Blinden und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Und ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Gott will seine Ehre auch nicht den Götzen der Heiden geben. Deswegen sollte ihnen das Evangelium verkündigt werden. Der Freiraum dafür musste geschaffen werden. Siehe, was ich zuvor gesagt habe und zuvor verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Das Neue, das steht hier schon in Versen zuvor drin, was dem Volk Israel verkündigt wurde, die Heiden sollen es auch erfahren. Das ist das Neue. Die Heiden sollen auch selig werden. Ich gebe nämlich, spricht der Herr, meine Ehre keinem anderen, keinem Götzen, auch nicht den Götzen der Heiden. Sie sollen mich kennenlernen, den einzigen wahren Gott. Dazu musste also der Freiraum geschaffen werden.
zu dieser Evangeliumsverkündigung. Diese Wahrheit erfuhr der Apostel Paulus auch während seiner ersten und auch zweiten Missionsreise in Antiochien, in Pisidien. Da wies er auf die Erfüllung dieses Verheißungswort im Alten Testament hin.